Wie ihr mitbekommen habt, offensichtlich habe ich einen Anruf bekommen mit einer Einladung zu den Blind Auditions. Und der war relativ unspektakulär. Was jetzt ein bisschen spektakulärer war, das war der Tag heute. Deswegen mache ich jetzt auch heute diesen Vlog. Letzte Woche haben die dann nochmal angerufen und gesagt, wir würden gerne in deinen Englischunterricht kommen. Und ja, ich bin letzte Woche also ziemlich lang am Rödeln gewesen. Die Schüler waren am Freitag nicht da. Am Mittwoch kam es nur die Info, ich muss da was rausgeben. Dann war ich nur hin und her mit Einverständniserklärung, Austeil einsammeln, geht es überhaupt an der Schule rechtlich, Schulleitung und so weiter. Und jetzt waren die heute da, bei meinen Siebtklässlern in Englischunterricht, Thema Loch Ness. Und es war eine sehr spannende Unterrichtsstunde, weil wir das mal begrüßt haben und dann wieder abgebrochen und dann wieder übergegangen in normalen Unterricht, dann mit Zwischengrätschen in die Gruppen, Interviews hier und da, kleine Mini-Gespräche, wo dann plötzlich die ganze Klasse zuhört, obwohl es eigentlich eher so ein Zweiergespräch ist, aber der Regiemann halt gern was zu mir wissen möchte. Also mit vielen positiven Unterbrechungen und ich bin jetzt total gespannt, was da genommen wird. Ich weiß es ja nicht. Mit dem, was ich gesagt habe, bin ich größtenteils zufrieden. Aber auch da ist es spannend, was nachher zu sehen sein wird. Ihr habt es schon gesehen, ich weiß es jetzt noch nicht. Jedenfalls waren wir danach dann noch auf dem Spielplatz mit meinen drei Jungs und meiner Frau. Meine Jungs waren sehr wortkarg, sag ich mal. Der Mann von der Regie hat versucht, irgendwie so ein paar O-Töne aus der Nase zu ziehen, muss man schon sagen. Aber das hat nicht wirklich funktioniert. Und dann haben wir einfach ein bisschen Quatsch gemacht auf dem Spielplatz. Meine Frau hat versucht, so gut wie es ging, die Fragen zu beantworten, ohne wirkliche Vorbereitungszeit oder so. Also das passiert dann einfach, zack, hier, Frage, los, sag doch mal, wie würdest du deinen Mann beschreiben? Also auf jeden Fall herausfordernd für uns als Family, aber war trotzdem eine coole Zeit und eine richtig interessante Erfahrung. Und jetzt bin ich platt. Wir hatten gestern noch einen anderen Dreh, dann für mein Musikvideo. Und jetzt zweiter Drehtag und jetzt bin ich irgendwie richtig durch. Und in zwei Wochen geht es weiter mit der ersten Probe für die Blind Auditions, wo ich dann nach, zum zweiten Mal nach Berlin fahre. Ich habe auch schon meinen Song. Den kennt ihr jetzt ja schon. Genau, und also ist schon sehr viel mit Organisation verbunden, das Ganze. Immer wieder zwischendurch ein Anruf, eine E-Mail oder zwei, drei E-Mails. Ich habe jetzt angemeldet, wer quasi mich begleitet zu den Blind Auditions. Da kann meine Familie leider nicht dabei sein, was mich sehr traurig macht. Aber ja, so ist das. Habe ich ein bisschen unterschätzt, das Ganze. Trotzdem freue ich mich richtig auf diese Chance und weiß auch seit heute, dass es auf jeden Fall ausgestrahlt wird. Weil klar, die hatten ja jetzt irgendwie Investment an Zeit und Geld. Und jetzt werden sie es auch bringen, auch wenn ich ein No-Buzzer sein werde und sich niemand umdreht. Was ich natürlich nicht hoffe. Aber wir wissen es nicht. Ihr wisst es jetzt schon. Und was ich weiß, ist, dass es auf jeden Fall einen dritten Vlog auch geben wird, dann zum Thema Probe für die Blind Auditions. Und ich bin gespannt, was da passiert. Halt euch auf dem Laufenden. Bis dahin, macht's gut. Ciao.